Servus Outlaws, heute beschäftigen wir uns mit einem krassen Thema und zwar ist Red Dead Online Pay to Win. Man weiß, es kommt später ein fetter Echtgeld-Store rein und man kennt aktuell die Preise von den einzelnen Gegenständen, von den Waffen, von den Outfits, von den Pferden und man weiß auch aktuell, wie viel man verdient und das ist nicht wirklich viel und da stellt sich bei vielen die Frage, ja, wie sieht das Spiel später aus, wird das Ganze Pay to Win, wenn eben die Beta vorbei ist. Wenn wir uns aktuell die Beta anschauen, finde ich das Preissystem nicht wirklich gut oder gut durchdacht. Die Waffen und die ganzen Gegenstände sind einfach zu teuer und man bekommt zu wenig Geld. Mit Hunten kann man sich noch ganz gut Geld verdienen, da geht es relativ schnell. Da kommen in nächster Zeit auch noch mal ein paar Videos, wie man das Ganze ja noch perfektionieren kann, dass man noch schneller Geld machen kann. Aber man muss trotzdem sagen, dass man allgemein zu wenig Geld bekommt. PvP gibt nicht wirklich viel Geld, die fremden Personen natürlich auch nicht. Die Story gibt ganz gut Geld, hat aber nur um die 10 Missionen und dann ist die Sache schon erledigt. Und ja, viel mehr gibt es eigentlich in der Beta momentan nicht, im Endgame, also im fertigen Spiel dann wahrscheinlich schon. Aber wenn die das trotzdem so lassen, wie die Preise aktuell sind und auch wie viel Geld man bekommt, glaube ich, dass der Multiplayer sehr schnell tot sein wird, weil keiner Bock hat, eine Woche lang zu zocken, um sich da eine Waffe kaufen zu können. Das kann man so gut rechnen, $5 bekommt man in 10 Minuten. Ich denke, jede Mission von den fremden Personen ist so ungefähr in 10 Minuten fertig. Der PvP-Modus eigentlich auch, wenn man Team Deathmatch spielt etc. Und das Hunten gibt eben ein bisschen mehr, das lassen wir beiseite, denn ich denke, keiner hat Bock, einfach den ganzen Tag hunten zu gehen. Es ist irgendwann langweilig, so geht's mir. Ich hunte zwar immer, aber ich finde es einfach ein bisschen öde und möchte eigentlich ein bisschen Abwechslung haben. Aber wer Geld verdienen möchte, hat nicht wirklich viel Abwechslung, weil es ansonsten extrem lange dauert. Und das werdet ihr jetzt auch sehen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, man verdient in 10 Minuten $5, würde man in einer Stunde $30 verdienen. In 24 Stunden, wenn man den ganzen Tag zocken würde, $720. Das ist nicht viel und niemand kann 24 Stunden am Stück zocken oder die wenigsten, würde ich jetzt einfach sagen. Da passt dann eher 3 Tage, 8 Stunden oder eher gesagt 6 Tage, 4 Stunden. Denn die meisten kommen nach der Arbeit nach Hause, können abends 4 Stunden zocken und dann war es das. Und dann würde man eben 6 Tage brauchen, um $720 zu verdienen. Und das ist nicht wirklich viel. Eine Waffe kostet eben schon so um den Dreh 720. Lass man auch mal $1000 verdienen oder so, dann kann man sich eine Waffe kaufen und vielleicht nochmal irgendwas Kleines. Das war es aber schon. Und nicht mehr. Und das ist meiner Meinung nach zu wenig. Bei GTA haben sie es irgendwie besser hinbekommen. Da konnte man relativ schnell etwas kaufen. Klar, man hat auch ein bisschen gebraucht, bis man sich ein geiles Auto gekauft hat, getuned etc. Aber hier, wie das aktuell der Multiplayer ist, man kann sich fast gar nichts kaufen, muss viel zu lange zocken, um etwas zu holen. Das frustriert die meisten Leute. Ich habe auch eine Umfrage gemacht, wie viele von euch aktuell zocken und heute Mittag nochmal drauf geguckt. Es sind also weniger wie die Hälfte zocken das aktuell. Und ich habe sehr oft in den Kommentaren gelesen, dass einmal zu wenig in der Beta ist. Viele sind enttäuscht. Das werde ich im anderen Video nochmal ansprechen, ob Red Dead Online die Beta zu langweilig ist und mal schauen, was auch im späteren Spiel dann kommt, wenn die Beta vorbei ist. Und das zweite Thema ist eben, dass man zu wenig Geld verdient. Manche von euch finden es gut, dass man für sein Geld arbeiten muss, aber ja, in der Regel ist es ein Tick zu wenig. Man muss einfach sagen, sie können die Preise lassen, das ist okay, aber sie müssen das PvP und die die fremden Personen auf ein Level heben mit dem Hunten. Die dürfen das Hunten nicht runternehmen, die Jagd, dass die Jagd genauso wenig Geld macht wie die anderen Sachen, sonst dauert es wirklich zu lange. Ihr habt ja wie gesagt gesehen, $1000 in 6 Tagen, eine Waffe in 6 Tagen kaufen, ist, ja, das ist zu wenig. Ich würde eher sagen, dass man sich eine Waffe kaufen kann nach einem Tag, vielleicht auch nach 2 Tagen, wenn es eine etwas geilere Waffe ist und 4 Stunden zocken ist schon ein bisschen was. Das ist nicht einfach mal kurz einloggen und fertig, 4 Stunden zocken ist da schon, da geht schon Abend drauf und da will man am Schluss auch eine Belohnung haben und da nicht einfach immer leer ausgehen und schon keine 6 Tage hintereinander. Beim Gold ist es noch ein bisschen krass. Krasser. Den Echtgeldshop habe ich ja noch gar nicht angesprochen. Ja, wie gesagt, der ist ja aktuell noch nicht drin in der Beta, man kann ihn aber schon sehen, der ist aktuell gesperrt und so wie es aussieht, kann man da Goldbarren kaufen. Und wie viele denn kosten, weiß man nicht, aber man kann schon im Spiel sehen, was die Sachen kosten, wenn man sie sich mit Goldbarren freischalten möchte, etwas früher. Da ist zum Beispiel die Schnellreise dabei vom Camp aus, die kostet dann mal schlappe 100
12 Goldbarren sind es, glaube ich. Und ihr wisst selber, wie lange es dauern würde, um 112 Goldbarren zu kriegen. Ich denke, die Mehrheit ist bei euch zwischen 1 und 5 Goldbarren. Und vielleicht wenige haben ein bisschen mehr, die dann wirklich aktiv und viel gezockt haben. Ich bin, glaube ich, aktuell bei 2,99 oder 3,99 oder 88, irgendwie sowas bin ich da, glaube ich. Und habe schon ein bisschen investiert. Und wenn man auch so eine Pferdeversicherung nimmt, oder es gibt auch so einen Typ auf der Karte, da kann man ja auch 3 Goldbarren bezahlen, dass man die Ehre nach oben pusht. Und ihr wisst selber, was 3 Goldbarren sind. Das dauert schon, da ist man schon ein paar Stunden dran. Da rede ich wahrscheinlich auch von 20 Stunden, denn man bekommt eben 0,012 oder 3 Gold pro fremde Mission. Beim Jagen gibt es ja gar kein Gold, das ist ja schon das Problem. Und beim PvP ist es genauso wenig. Ich finde, hier ist auf jeden Fall eine 0 zu viel. Es ist so auch wieder hochgerechnet, in 10 Minuten bekommt man im Schnitt 0,02, würde ich jetzt sagen. Das ist so die Mitte. Und das bedeutet, in einer Stunde bekommt man 0,12. Das würde bedeuten, in 24 Stunden bekommt man knappe 3 Goldbarren raus. Und mit 3 Goldbarren kann man im Spiel nicht viel anfangen. Wenn man sich mal so anschaut, was so eine goldene, wenn man seine Waffe vergolden will, was extrem geil aussieht, kostet ein Teil zum Vergolden zwischen, glaube ich, 2 und 5 Dollar. So im Schnitt, kommt immer drauf an, wie groß das Ganze ist. Und ich habe, glaube ich, jetzt um die 20 Stunden gezockt, dass ich habe als mehr gehuntet. Hätte man jetzt mehr fremde Missionen gemacht oder PvP, hätte man es wahrscheinlich ein bisschen schneller oder mehr zusammen. Aber es ist trotzdem extrem wenig. Man zockt da wirklich ein paar Tage, um dann 2 Goldbarren zu bekommen. Und das ist dann einfach krass. Würde auch wieder heißen, wenn man dann eben 3 Goldbarren besitzt, dann hat man eben wieder 6 Tage, 4 Stunden gezockt, so im Schnitt. Und nach 6 Tagen dann ein Teil von der Waffe auf Gold zu machen, ist ein bisschen mau. Da würde ich eher sagen, bei den Goldbarren, dass man pro Tag, also alle 4 oder 8 Stunden dann so, dass man dann schon einen Teil auf Gold machen kann. Denn man muss es sich einfach hochrechnen. Man hat dann im Endeffekt 6 Tage und kann sich einen Teil auf Gold machen. Es gibt, glaube ich, 5 Teile, wo man dann auf Gold machen will. Das bedeutet dann einfach schon, man zockt da ungefähr einen Monat, ein bisschen mehr, für eine Waffe auf Gold. Ihr habt 4 Waffen meistens oder vielleicht noch ein bisschen mehr. Bedeutet, ihr seid schon 4 Monate dran, um nur die Waffen auf Gold zu kriegen. Und dann gibt es natürlich noch andere Sachen. Ich glaube, der Sattel, wenn man, das finde ich auch richtig hart. Die normale Version vom Sattel kostet, weiß ich nicht, sagen wir es mal 96 Dollar. Und wenn man die verbesserte Version holen will, kostet die Goldbarren und dann, glaube ich, ja, weiß nicht, 12 oder so. Unterscheidet, ist jetzt auch egal vom Preis, der kostet aber dann plötzlich Gold, die verbesserte Version. Und ja, man kommt halt sehr schlecht an Gold ran. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie das Ganze wird, wenn das Spiel fertig ist. Und der Echtgeldshop kommt eben rein und dann kann man sich Goldbarren kaufen. Und man weiß aktuell ja noch nicht, wie viel, aber ja, man kann da schon ein bisschen Geld reinblättern und bekommt natürlich ein paar Sachen früher. Einige Leute werden das wahrscheinlich auch machen, aber ich bin zum Beispiel keiner, der sowas kauft. Ich habe auch nie Shark Raids gekauft. Bei GTA fand ich es wirklich gut. Da haben auch viele, glaube ich, am Schluss rumgemotzt, dass die Preise so hoch sind. Aber wenn man da jeden Tag abends gezockt hat, da konnte man sich das gut leisten. Man hatte die Heists, die Bankraubmissionen etc. Und auch davor, man hat einfach gemütlich gezockt, konnte verschiedene Missionen durchwählen, die einem Spaß gemacht haben. Und so kam man wirklich gut an Geld ran. Und hier muss ich sagen, aktuell in der Beta ist es mir einfach ein bisschen zu wenig und es geht, glaube ich, vielen Leuten ebenfalls so. Ich werde da Rockstar auch nochmal ein Feedback geben, dass sie einfach die Preise runtersetzen müssen oder dann eben ein bisschen mehr Geld pro Mission geben, denn das passt aktuell gar nicht. Was halt auch nicht passt, ist die Balance zwischen Hunten und zwischen den anderen Sachen. Das habe ich ja vorher schon angesprochen. Ich habe jetzt so zwei Überlegungen, warum aktuell die Preise so krass sind. Einmal, Rockstar wollte es vielleicht einfach so machen, hat gedacht, ja, das passt irgendwie. Meiner Meinung nach passt gar nicht. Die andere Möglichkeit ist eben, wir haben aktuell eine Beta. Da läuft noch nicht alles rund, merkt auch jeder, glaube ich, ein paar Fehler. Man kann Glitches ausnutzen und ich glaube, die Glitches sind auch aktuell das Problem. Es sind meiner Meinung nach nicht so krasse drin. Zumindest kenne ich keine extrem harten, wo man sich in Windeseile irgendwie nach oben pushen kann vom Rang her oder vom Geld, sondern man muss auch da bei den Glitches ein bisschen investieren. Wenn es aber mal einen Glitch geben würde, mit dem man eben schnell auf Level 100 oder so kommen kann oder jede Waffe besitzt und weiß der Geier, wie viel Gold abstauben kann, dann und will Rockstar das natürlich nicht und kann natürlich sein, dass sie dann mit der Beta, wenn die Beta endet, alle Spieler wieder auf Null setzen. Man hat zwar seinen Charakter, aber fängt dann wieder ja, bei Level 5 an oder bei Level 10 und die nehmen einem das Geld wieder etc. Und wenn die Preise aktuell schon so hoch sind, hat man auch nicht so viel Geld und besitzt nicht so viel.
Und dann ist es vielleicht nicht so schlimm, wenn dann die Ränge runtergesetzt werden, weil man ist aktuell nur Level 10, 15, 20 und nicht 50 oder so und hat alles, sondern hat eben sehr wenig. Und dann werden die meisten Leute eben ja nichts sagen, wenn ein Rockstar leider durch die ganzen Glitches etc. Sachen eben zurücksetzen muss. Oben rechts in der Ecke seht ihr das i-Zeichen, stimmt mal bitte ab, was ihr zu diesem ganzen Thema meint. Bekommt ihr gut Geld oder einfach zu wenig? Ich glaube, die meisten, ich denke 75% wird safe sagen, es ist zu wenig Geld aktuell, dass man ja einfach zu lang spielen muss, um sich ein bisschen was leisten zu können. Ich hoffe natürlich, dass Rockstar das noch später umändern wird, dass man eben ein bisschen mehr verdient, dass der Multiplayer Spaß macht. Das muss eh noch einiges reinkommen. Wir haben zwar die Beta, ich werde aber nochmal ein zweites Video machen, ob Red Dead Online langweilig ist und was man ändern muss, dass es auf jeden Fall gut ist. Wie gesagt, wir haben die Beta, aber sie müssen noch einiges reinpatchen und das hoffe ich, das kommt auch, wenn die Vollversion dann draußen ist. Ansonsten ist der Multiplayer ja nicht der beste, also da fand ich GTA um Welten besser. Das war's soweit vom Video. Wie gesagt, stimmt mal oben ab, was ihr zu diesem ganzen Thema meint. Aktuell finde ich auf jeden Fall Pay to Win, wenn es so bleibt, denn man verdient einfach zu wenig Geld und es wird mit Sicherheit Spieler geben, die sich das Ganze dann früher freischalten mit Geld. Aber nicht jeder möchte natürlich in den Geld-Geld-Store investieren. Und ich finde, da passt, wie gesagt, die Balance noch nicht. Leute können das ja gerne machen, die etwas nicht so viel Zeit haben, gerne das Geld investieren, ist okay. Aber normale Spieler müssen es einfach auch erreichen können und etwas schneller als in dieser Zeit. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen freuen. Wer mehr sehen will, kann gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.